Oh nein! Oh nein! Oh Gott, komm schon. Nein! Morgen, Jungs. Morgen, Jungs. Ich war gerade misshandelt. Von der Katze. Ja, wir spielen nochmal das Update. 115 SCP Containment Breach. Genau. Und du spielst ausnahmsweise mal wieder. Ja. Weil es ein Update gibt. Ja. So haben wir das ja gesagt. Oder ich habe das so gesagt. Oder gedacht. Gedacht, ja. Aber das sei stattgegeben. Ah, jetzt hätten wir auch gewusst, was SCP-970 ist. Das wussten wir das letzte Mal nicht. Ja. Aber dieser Bildschirm ist neu. Hättest mal gucken können, und da sieht man diesen Guard. Auf jeden Fall. Oh, okay, da geht's echt ab da unten. Ah ja, praktisch. Oh! Was? Ich bin gerade echt massakriert. Das sitzt so auf meinem Schoß. Ja, aber die Krallen sind in meinem Bein. Cool. Mausbug. Nee, Catbug. Hm. Oh. Oh, der steht da. Direkt Arsch. Wow, was mach ich? Machst du für ein Gelöt? Ein Gelöt. So wird es keine so lange Episode. Doch, doch. Ey, ich spiele seit lange mal wieder. Nee, nix. SCP-Raum. Raum? Ja. Oh nein, kann ich das? Nö. Ah, oh nein, noch einer. Oh. Jetzt hätte es einen zweiten auslösen müssen. Like a Baus habe ich das gelöst. Oh. Das ist wieder der... Oh, kann man da rein? Das ist dieser Storage. Ja, ja, ich weiß schon, da wäre eine Karte gewesen. Ja, und eine Level 1 reicht definitiv nicht. Ja, toll, aber da drin ist nur eine Level 2 oder 1, kann das sein? Das ist ja... Ich weiß nicht, ich bin da mit der Omnicard rangekommen. Oh, kann man das safen? Das habe ich eben gedacht, dass es diese Bildschirme sind. Ich dachte gerade, hat es aufgehängt. Ich glaube, das sind diese Bildschirme. Wie exit ich das denn nicht? Mit Exit oder klicken. Ah, okay. Nee, Escape ist glaube ich nicht. Ja, Escape geht auch, da geht das Menü auf, aber wenn du nochmal Escape machst, dann bist du wieder am Spiel. Toll. Glaub nicht, dass oder Tab ging, glaube ich auch. Probier's halt aus. Jetzt sind wir da, jetzt kann man es ausprobieren. Nö, ist unwichtig. Ich hab's ausprobiert. Das ist keine Spannung. Vielleicht hat es ja jemanden von unseren Zuschauern interessiert. Ich glaube kaum. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja. Hashtag ich wollte es sehen. Oh, jetzt hat es einen zweiten ausgelöst. Hast du mitgekriegt? Ja. Ah, ich kann das. Ich kann das richtig gut. Okay, halte ich daran fest. Oh nein. Ist er noch da? Der Playboy. Nee, ist weg. Ja. Kam das, dieses Geräusch vorne aus dem Lüftungsschacht, dieses Bum, Bum, Bum? Ich weiß nicht, aber was war das? Oder war das irgendein komischer Ambient? Ich weiß es echt nicht. Das hat sich schon so wie so ein Band angehört. Das ist schon krass, wenn man den jetzt hören würde, so immer Bum, Bum, Bum und dann auf einmal taucht er dann, fällt er so von oben runter. Das wäre so krass. Richtig assi. Ich brauche einen Navigator. Stell dir vor, du läufst gerade so durch den Raum. Bum, bum, bum. Ja, Alter, das war mies. Hey, so einen hatte ich doch schon gefunden. Wenn du schnell genug reagierst und in die richtige Richtung schaust, dann kannst du es eben noch abwehren. Aber das ist der Anfang. Oder ich habe keinen Navigator. Ich will gar nichts. Das liegt doch nicht an mir. Ich finde einfach nichts, da war ich echt schon. Oder? Hm. Ich weiß es nicht. Nee, da warst du noch nicht. Oh, weil, ganz am Anfang, oder? Nee, an diesen einen Elevator kann ich mich nicht erinnern. Siehst du, da ist 939. Gott, schaff ich das? Hab's auch geschafft. Ja, stimmt. Ich hab the corner of your eye. Okay. Ist das da wahrscheinlich gemeint. Oder das da. Im Augenwinkel, das heißt es doch, oder? Nein, in der Ecke des Auges. Ach so. Corner ist doch nicht Winkel. Vielleicht sagt man das auf Englisch so. Das ist ein Winkel. Engel. Ja, aber das... Angel. Angel. Durch Moment müsste er von hinten kommen. Sag mal die neue Animation. Nein. Dreh ich mal um. Nein. Ja, nur umdrehen. Oh. Du bist so blöd. Animation. Ich glaube, der andere, der hat dich noch nicht gejagt. Ja, der vor mir nicht, ne? Nee, der hintere auch nicht. Was war das dann? Das Geräusch, das kommt auch einfach so. Nee. Ich glaube schon. Probier's nochmal. Ich will jetzt neue SCPs sehen. Was? 5CP, I73. Oh! Die hatten wir schon mal. Echt? Ja, ich weiß aber nicht, was da war. Ich weiß, dass wir mal den Mapseed Die hatten. Die. Und die Episode ging, glaube ich, nicht so lange. Oder hat sonst irgendwie ein tragisches Ende auf jeden Fall genommen. Ich weiß es nicht mehr. Also gut, nächster Versuch. Ah, ist voll blöd, dass man da mal warten muss. Ah, jetzt ist es einfach erschienen, du. Was hat er gesagt? Lower your eyes. Nothing. Keep your eyes shut. Hat er bestimmt gesagt. Ja. Schlechte Idee. Deswegen sind sie jetzt alle doof. Die sind so doof, dass die hier nicht mal überliegen. Los! Do it! So. Ja, wo finden wir denn die blöden neuen SCPs, hä? Ja, welche gibt's denn überhaupt? 178, 1074 und 1123. Oder so, die sind aus Box of Horrors. Aber ich weiß nicht, welche das sind. Es gab einen Box of Horrors, den Crystal Skull. Es gab dieses Gemälde. Das Gemälde? Ja. Ist das Gemälde jetzt auch drin? Crystal Skull, Gemälde, dann dieses Kristallding, was sich ansteckt. Ne? Ah. Wie? Was meinst du? Diese Kristalle? Ja, es gibt einmal den Schädel, den Kristallschädel. Es war gar kein Kristallschädel, es war einfach nur ein Schädel. Warum einfach nur ein Schädel? Du meinst, verwechselst du es mit dem Kristallraum, wo du dann so einfließt? Ja, und den Kristall. Ja, auf jeden Fall meine ich den Schädel. Es gibt den Schädel und es gibt den Kristall. So. Ja, dann gibt es noch, glaube ich, den Baum. Wir sind in einem neuen Raum. Ah, das ist doch das Gemälde, genau. Was darf man da nochmal? Da darf man nicht drauf gucken, oder? Ja, wenn du da drauf guckst, dann kannst du dich nicht mehr bewegen. When viewed by a human being, the observer immediately begins to exhibit X. Also, soll ich mal kurz drauf schauen? Nein. Gar nicht? Ja. Die Shore. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Da konnten wir uns dann nicht mehr bewegen. Na gut, also dann haben wir ein weiteres SCP gefunden. Jetzt fehlt nur noch eins eigentlich. Ja, und die 3D-Brille gibt's auch noch, aber da stehen nur 3. Ach so, und die Goggles gibt's. Aber es ja, weiß ich nicht. Gibt's in Box of Horrors. Erstmal zumachen. Ich meine, in Box of Horrors gibt's auf jeden Fall mehr als die 3, die jetzt hier geaddet wurden. Ja. Aber es steht ja nicht da, dass alle geaddet wurden. Nee. Stimmt, diese Brille da, aber ich frage mich eben, welche jetzt übernommen wurden und welche nicht. Stimmt, mit der Brille hat man so komische. Der Schädel ist sicher, dann die Brille gibt's. Dann gibt's diesen komischen Raum mit der Lava unten drin oder was? Aha, der Floor aus Lava. War lustig, wenn das Achievement dann so heißt. Der Floor aus Lava. Da ist schon der Raum mit der Brücke da. Ja, was war da? Da war ja nicht, da war ja irgendwas, oder? Da war doch irgendwas mit. Ach nee, das war einfach nur so eine Brücke, ne? Ja, und dieser Raum, das war einfach ein SCP oder was? Überhaupt Lava, aber das war eine Brücke auf jeden Fall. Ja, aber wenn du da runtergefallen bist, dann bist du gestorben. Was ist denn da los? Nochmal der Raum und vor allem da drüben ist SCP. 173. Nein! Nein. Und dieser Baum, der macht ja irgendwas mit Reproducing oder sowas. Was ich nie wirklich richtig verstanden habe. Du musst jetzt darüber, oder? Ja, aber ich glaube, es hat sich hier gedreht, der Gang. Hä? Ich war in dem Raum gerade eben schon. Da war auch... Das war dasselbe, da hat sich gedreht. Ja, schon. Ziemlich. Guck, da ist jetzt nicht mehr das Loch. Komisch. Ja, vielleicht gibt es doch nur einmal und das hat sich jetzt geteleportet. Ja, genau. Nein, da hat sich der Gang gedreht. Ich hab's noch nicht mitbekommen. Aber du hast einen 360... Moss nee, 180 Mossbug. Oh, Bonehead. Ja, okay, dann ist es normaler Shed. Also, da kann man rein. Ja, kann man, aber das ist nicht ratsam, glaube ich. Wir müssen nochmal zeigen. Aber das ist Flug und du bist drin. Ja, lieber weg. Wir haben gezeigt, ne? Ja, guck, schau da, wo da ist jetzt auch so ein Licht und ich glaube, da kannst du dein Leben saven. Bitte nicht, komm. Ja, das ist uninteressant, das ist einfach nur irgend so komische Mails. Achso, du meinst, dass man hier einfach F5 hier drücken kann? Ja. Ach so. Vor allem, weil da war da auch noch hier so unauffällig ein Licht leuchtet am Monitor. Also wir haben ihn angeguckt, ne? Keycard. Wir gehen da nicht rein. Da passieren ganz schlimme Dinge. So, dann geht's weiter. Ist er da drin? Ja. Ich sag auch mal, ne. Ich kann da... Oh, scheiße, will keine was. Jetzt müsste keine was. Gosai Mass. Was heißt Gosai Mass? Das ist so ein... das ist, wenn du irgendwas höflich sagst. Ich spiele Arrigato Gosai Mass. Das ist halt Danke, nur höflicher irgendwie. Ah ja, okay. Aber was... Oh, ist es what I think? Das ist doch eine Keycard, oder? Wenn du einmal durchgehst, ja. Also bei mir war vorne eine drin, der Infinite Loop. Aha, du hast mir nicht geglaubt, dass die dann auftaucht, oder? Hast du mir nicht geglaubt? Ja, bei mir war es aber vorne einmal, beim ersten Mal glaube ich drin, dann bin ich einmal durchgegangen, dann war sie nochmal drin. Habe ich dann 2 Keycards bekommen. Ah ne, wir müssen da weiter. Oder müssen wir nicht, aber ich würde jetzt da erstmal weitergehen. So ein Navigator wäre halt langsam mal geil. Ja, kommst du her. Ach so, her, das Notenblatt kenne ich aber doch auch schon. Kann das Notenblatt? Ja, okay, dann kommst du von daher. Ach, keine Ahnung, jetzt blicke ich auch nicht mehr durch. Dann war das vorhin. Ja, ja nee, dann hat es schon gepasst, okay. Ah. Mein Gott. Mein Gott, ey. Ich, möchte aber jetzt überleben und ich habe keine Gasmaske. Ich save mal dir. Los geht's durch. Ja, du sagst es einfach so. Du hast nicht ohne Gasmaske durchgemusst. Richtig. Bis du Southeast bin. Ich folge mir. Was war das? Pech, einfach nur. Ich hab nochmal nachgetreten. Load Game. Das war mal nur Pech. Oh, das hat doch schnell geladen. Jetzt ist er da drin, oder? Nein. Blöde Sau. Nein. Das Geräusch hat mir jetzt Angst gemacht. Leicht komisches Gefühl. Ah, deswegen. Arschloch. Jetzt sind wir hier die Gasmaske. Ich kann gucken, ob die Tür offen ist. Ja, passt. Gut. Clipboard. Nimm noch ein Battery mit für den Navigator. Der ist auch weg. Der ist jetzt wahrscheinlich eben nächsten. Ja, der ist wahrscheinlich in diesem Raum da, wo das SCP-173 drin ist. Ah, da ist er schon was gehabt. Perfekt! Jetzt läuft's doch. Ich hätte gedacht, dass der in der unmittelbaren Nähe zum Anfang ist, wo du jetzt sehr weit von entfernt wärst. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Oh, mein Titel ist da drin. Nimm! Nein! Okay. Geil. Schlägt dich an. da Angst? Guck mal auf Navigator. Moment. Was jetzt hier auf der Map überhaupt abgeht. Ist mir die Lage gecheckt? Okay. Puh. Ah, wir sind im Kreis gelaufen anscheinend. Irgendwie schon. Alles ist gut, weil da kam irgendwo nämlich der... Der da nämlich. Cool. Ne, da war es in dem Spiel noch gar nicht drin. Ach so, dann war das in dem davor. Hä? Egal. Also was machen wir? Jetzt save ich da mal, schmeiß die Karten rein. Da war der Monitor. Eine Karte, zwei Karte und die Maske. Und ein Cup, haben wir schon mal einen Cup rein? Bringt nichts. Und das da, Clipboard? Macht die Ding, die Maske noch. Nice. Gut. Und do it very fine. Very fine. Very fine. Ich hätte jetzt speichern müssen. Very fine. Weil ich ja, wo die Items ja, ich muss nochmal reinschmeißen. Nimm noch das Medikit mit. Just in case. Ups. Ja, hast vor allem im Werkzeugkasten angeklickt, aber hast mit Glück das Medikit, das daneben lag, bekommen. Nein! Soll ich laden? Komm, ich laden. Nein, mach. Ja, mach halt. Gott. Jetzt geht's nicht. 2. Ah, auch so, jetzt lädt es so langsam. War der falsche Spielstand. Ja, meinst du das, oder passiert das jetzt wieder, aber das ist random, ich weiß es immer nicht. Was denn? Delete. Ja, dass das jetzt wieder Mastercards werden. Ne, das ist völlig random. Ah, hat wieder so geklappt, wie gerade. So, jetzt save ich hier, verdammt. Very fine! Hm. Das war ein bisschen zu fest aufgezogen. Override. Super fein. FearingHD. Ja. Yay! Gott. Achievement unlocked. Jetzt siehst du sogar, wenn du Unlimited Access ja. bekommst. Ja. Nee, siehst du, bevor du sie aufhebst. Ja, eben. Achso, echt? Sie müssen ja, bevor aufheben? Ich glaube schon. In dem Moment, wo die Tür aufgeht, und dann, wenn die Items beieinander liegen und du die nicht siehst, ob du eine hast, dann weißt du dann schon, ob du es geschafft hast oder nicht. Ach, das ist das Sound, und du savest? Ja, ach, ich denke die ganze Zeit. Habe ich jetzt schon 3 oder 4 Mal gesagt. Sorry. Das ist der Save-Sound. Als ich gespielt habe, gesagt. Geil. Das ist ja wie bei Pokémon. Hat's auch immer. Und macht irgendwie so einen Sound und speichert was. Ja, nee, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Das ist der Anfang. War der Anfang so nah, echt? So als ob du ewig da rumgelaufen wärst. Wir sind einmal im fucking Kreis gelaufen. Wenn du es siehst. Ah ja. So einmal quer außen rum. Ja, ja. Quer außen. Nimm die Dinger mit. Dann schauen wir mal in die Enzyklopädie of Diseases. Oh Mann, warum brauchen wir da noch eine Karte? If you like it, then you should put a ring on. Genau. Aber warum war Rimmel eigentlich... Das ist die Intro-Szene. Wieso nehmen wir den Ring eigentlich immer mit? Der ist doch eigentlich voll unnötig. Oh nein. Gegen was ist der gut? Gegen Mental Shield. Also nicht gegen Mental Shield, der macht den Mental Shield. Warum machen wir einen Cup? Und wovon... was? Das könnte helfen zum Beispiel beim Ding vielleicht. Beim Gemälde. Beim Gemälde, bei der Glocke. Und eventuell bei der Pocket Dimension. Hm. Alles, was dich halt so geistig irgendwie beeinflusst. Aber ob die das schon implementiert haben, dass das Gemälde da mit funktioniert irgendwie? Ja, ich denke schon. Du denkst schon? Ja. So, jetzt haben wir... Dann haben wir es so ganz einfach zu programmieren, weil... Ja, das heißt ja nicht, dass er es schon gemacht hat. Du musst einfach ganz am Anfang vom SCP in die Programmierung musst du if ring ist gleich... nicht ausgezogen oder Ring angezogen Ring, ist, Ring. Ring angezogen ist gleich false, then. Dann kommt das SCP. Und wenn du den Ring an hast, dann hat es eben... Oh nein! Oh nein! Oh Gott, komm schon. Nein! Achso, du bist in die Ecke gelaufen. Ja, das war natürlich schlecht. Ja, verkackt. Das war's. Ja. Von der Zeit her kam an. Ja, also wir haben aber die... Haben wir jetzt alle SCPs? Nein, eins fehlt noch, oder? Ne, Gemälde? Ja, ich weiß nicht, welche das sind. 178 ist, glaube ich, der Skull. Glaube ich einfach. sage ich jetzt mal so. Was spekulierst du hier schon wieder rum? Ja, und 1074 ist gemeldet und was 1123 ist, weiß ich in dem Fall dann nicht. Ja, aber was heißt, wir haben pro Episode ein neues... Ne, ich habe eigentlich zwei gesehen, du hast gar keins gesehen. Ich habe den Storage Room gesehen. Am Box of Horrors. Krass. Und am Skull bin ich, glaube ich, auch noch vorbeigelaufen. Krass. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Weiß mir eigentlich wurscht. Ich fand, mein Spiel war irgendwie erfolgreicher. Ich weiß nicht, also ich hab den Skull von nahem betrachtet und bin an einem Bild vorbeigelaufen. Durch den Raum vom Bild sogar. Ich war, glaube ich, schon mal drin. Beim Schädel. Oder du? Das war ich. Echt? Ich glaube schon, ja. Ich weiß es nicht, ist ja wurscht. Schaut euch einfach die Box of Horrors Episoden an, dann wisst ihr es. Ja. Also von uns, nicht von irgendjemandem anderen. Ja. Unsere Box of Horrors. Die anderen sind alle Loser. Ich weiß aus dem Stegreif nicht, welche Episodennummern das sind. Aber das müsste auf dem Thumbnail dann groß stehen. Box of Horrors. Ja, habe ich in den Thumbnail gepackt. Ja, wisst ihr Bescheid. Bis dann, bleibt geschmeidig. Genau, tschüss. Liebe Jungs.